Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Zurück bei Unopia. Wir schreiben das Jahr 2255 und wir haben jetzt nicht nur, ja, merkwürdigerweise uns beschützende Militaristen hier in der Nachbarschaft, sondern auch noch irgendwie etwas arrogant auf uns herabschauende Archivisten hier oben mit Ringwelten sogar. Mit großen, da können wir auch mal reinspringen, einen Blick mal drauf werfen. Ja, hier leben diese und wollen nichts mehr von dem Rest der Galaxis zu tun haben. Mit dem, wollte ich sagen. Ich frage mich, ob sie möglicherweise Wissen haben über Nopia und es uns vorenthalten. Das ist eine spannende Frage. Nun gut, was ich das letzte Mal noch tun wollte, wir haben ja hier ein neues Waffensystem. Das wollte ich mir nochmal angucken. Ich glaube nämlich, der Plasmawerfer ist doch weitaus besser, als ich dachte. Der ist nämlich besser als der blaue Laser, den wir haben. Der macht täglich Durchschnittszahlen 2,03, der 2,14 und hat noch eine höhere Durchschlagskraft. Panzerung. Eine minimal schlechtere Genauigkeit, aber ich denke, wir werden die erstmal komplett jetzt ersetzen. Und beim Zerstörer werden wir es nicht komplett machen, aber hier einmal den Schneidlaser mit dem Plasmawerfer ersetzen. Okay, gut. Dann werden wir die Schutzflotte dann dementsprechend noch upgraden. Und dann lassen wir mal weiterlaufen. Ich habe nochmal überlegt, ich habe gesagt, dass wir das hier so ein bisschen außer Acht lassen, beziehungsweise warten, bis sich hier unsere Reichweite... oh, warte mal. Was ist hier los? Egal. Gleich kommen wir dazu. Ich verfolge nochmal meinen Gedanken. Ich habe ursprünglich gesagt, dass wir hier abwarten, bis wir technologisch eine größere Reichweite haben. Ich glaube, ich will das doch nicht machen. Wir werden jetzt hier irgendwo noch ein paar Wurmlochstationen hinbauen. Einfach, weil wir keine wirkliche Expansionsmöglichkeit mehr haben. Ohne Terraforming zumindest. Das ist noch der einzige Planet hier, der irgendwie möglich ist. Aber so nah jetzt an diese komischen Nachbarn will ich nicht ransiedeln. Also gibt es hier noch Hoffnung auf erdähnliche Planeten. So, und was ist das hier? Ein Auftakt. Es geht um Cass Prime. Irgendwas regt sich auf dem Mond von Cass Prime. Erste Scans weisen darauf hin, dass sich dort irgendeine uralte Technologie aktiviert hat. Dies geschah möglicherweise als Reaktion auf unsere Kolonisationsbemühungen. Mehrere unserer Spitzenwissenschaftler können es kaum erwarten, den Mond genauer in die Lupe zu nehmen. Zu diesem Zweck haben sie ein spezielles Forschungsprojekt vorbereitet. Oha, was ist denn da los? Zurückgelassen? Situation log updated. Oh Leute. Man bekommt ja förmlich Angst. So wie das hier dargestellt wird. Haben wir denn jetzt einen Forscher, der hier gerade am Start ist? Hm, die sind hier alle gerade am... Ach nee, reicht es, wenn wir ein Projekt... Nee, wir brauchen... einen, ja, noch nicht mal besonders talentierten. Vielleicht warten wir mal auf die Terraschkova, wann die da ist. Oder wir gucken mal hier. Wo bist du denn? Gott, hier hinten bist du schon am Forschen. Naja, gut. Dann mach das mal. Vielleicht brechen wir die Sache jetzt ab. Hier in Adranel. Da wurden noch Silizium-Lebensformen gefunden unter der kargen Oberfläche. Gut, das kennen wir schon. Verblüffend. Und auch dort sind noch Mineralien vorhanden. Ich würde mal sagen, wir brechen jetzt diese Geschichte mal hier ab und fliegen nach Kratz. Das ist doch weitaus wichtiger, die Sache jetzt hier anzugehen. So, und dann können wir... Wartet mal, das Konstruktionsschiff hat nichts zu tun, aber das ist egal. Wir machen in Kratz nämlich... Nee, in Pythem was anderes. Wir werden jetzt hier endlich die planetare Hauptstadt hier etablieren. Und wo bist du? Da. Okay, dann können wir eigentlich hier und dort auch weitermachen. Flieg schon mal dahin. Für den nächsten Bau. So, und wir haben schon wieder einen neuen Kontakt. Jetzt geht es ja wirklich Schlag auf Schlag. Die große Koalition der Ikarsuri. Hatten wir von der schon mal was gehört? Ja, die waren doch unten im Krieg. Ich kann mich erinnern. So, da haben wir sie. Evangelistische Zeloten. Sie streben danach, ihren Glauben in der Galaxie zu verbreiten. Sie schrecken nicht vor militärischer Gewalt zurück, um andere zum Konvertieren zu zwingen. Ein Kriegsrat bilden sie, Oligarchie, Bergbaugilden und Kriegerkult. Kriegsherr Torbar Pata
sendet Grüße vom Herrscherrat der Großen Koalition der Ikarsuri. Wir hoffen auf eine produktive Beziehung mit eurem Volk, nehmt aber zur Kenntnis, dass unser Militär jegliche Verletzung unserer Raumgrenzen mit maximaler Kraft vergelten wird. Wo seid ihr denn? Aha. Okay. In direkter Nachbarschaft zu den Sintomoroi. Das ist wirklich eine erstaunliche Entwicklung. Wir haben also am Anfang wirklich eine Menge, alles nur Spezies kennengelernt, die uns wohlgesonnen sind. Und jetzt eine nach dem anderen, die ticken völlig anders. Das ist so, als ob die Galaxie wirklich so halbiert ist. Echt verrückt. Echt verrückt. So. Liebesfreundschaft durch Musik. Das ist die passende Antwort jetzt auf diese Aktion. Gut. Ach ja, ich sagte doch gerade, dass ich gerne mit dem Konstruktionsschiff hier noch Wurmlöcher bauen möchte. Dann werden wir das, glaube ich, auch hier als nächstes machen. Dann geh mal lieber dorthin. Und was haben wir hier? Die bieten uns ein Nicht-Angriffsversprechen. Dem stimmen wir natürlich zu. Als grundsätzlich erstmal im Moment sehr pazifistisch eingestellte Spezies aufgrund unseres Generalsekretärs. Und der schon der nächste Kontakt. Ja, das sind jetzt Kettenreaktionen. Die Konföderation der Koltras naht. So, was sind das? Eine moralische Demokratie. Okay, wieder Föderationsgründe haben wir hier. Leuchtturm der Freiheit. Sie sind pazifistisch und sie sind fanatisch egalitär. Ein wahrlich gutes Treffen, Freunde. Wir sind die Konföderation der Koltras naht. Eine auf den Prinzipien von friedlicher Koexistenz und individuellen Freiheiten aufgebaute Nation. Premierminister Ruka Gikex, unser aktuelles Regierungsoberhaupt, hat ausdrücklich seine Hoffnung auf eine dauerhafte Freundschaft zwischen unseren Völkern zum Ausdruck gebracht. Ja, sehr schön. Möge euch Nopia zu euren Zielen geleiten. Aber vorher gucken wir nochmal, wo die sich eigentlich befinden. Die sind hier unten. Oh Gott, die Ärmsten. Das ist doch das nächste Opfer wahrscheinlich. Oh Mann. Also, möge euch Nopia geleiten. Puh. Die sind doch bestimmt das nächste Opfer. Naja. Gut. Mal schauen. Okay. So, wo ist eigentlich... Ah, die Tereshkova ist wieder da. Gut, dann schicken wir sie jetzt weiter auf automatische Erkundung. Und sie möchten auch ein Nicht-Angriffsversprechen. Auch hier stimmen wir natürlich zu. So, ein System wurde... Ah ja, das ist alles schon in diesem riesigen Gebiet der zentralisierten Inaris. Okay. So, Leute. Wir bauen aber mal weiter an der Flotte, würde ich mal sagen. Oder gibt es hier irgendwas Sinnvolles? Ah, schon nicht schlecht, aber da gibt es sicher Interessanteres. So, wie viel haben wir eigentlich? Von welcher Sorte im Moment? 18, 12. Ja, dann würde ich, glaube ich, nochmal mehr Korvetten bauen. Construction complete. Noch mal eine hinterher und auf Graz kann man hier noch was tun. Hier entstehen gerade. Special project complete. Okay, jetzt geht's los. Also uralte Drohnen, eine Entdeckung haben wir gemacht. Natürlich handelt es sich nur um eine Schar widerspenstiger Drohnen. Die anfängliche Enttäuschung legte sich schnell durch unsere fehlerhafte IFF-Klassifizierung auf Seiten der Drohnen. Sie glauben, dass unsere Rasse ihren längst verstorbenen Herren nahestand. Sie scheinen sehr aufgeregt zu sein und zu sehen, wenn man das von uralten KI-Konstrukten behaupten kann. Bedauerlicherweise fielen die Drohnen kurz darauf wieder in ihre Inaktivität zurück. Wir sind nicht in der Lage gewesen, sie wieder in Betrieb zu nehmen bzw. in ihre Einzelteile zu zerlegen. Die Situation im Auge behalten. Construction complete. Das wirft doch mal wieder die spannende Frage aus, complete. Wie unsere Nopisten eigentlich zu Drohnen und Robotern und so weiter stehen. Ich war ja ehrlich gesagt sehr zurückhaltend und skeptisch.
Die Begründung war, sie können kein Nopisch rauchen. Sie können das Wesen Nopias auch nicht verstehen. Übrigens, wir sehen hier, wir haben hier tatsächlich pitaranischen Staub. Wow, und das wird bald in unserem Reich sein. Das heißt, die nächste strategische Ressource ist hier in Reichweite. Sehr cool. Was bringt das nochmal? Plus 10% Nahrungsleistung. Ei, das ist doch das, was wir uns gewünscht hatten. Nochmal zurück zu dem Gedanke. Aber da gab es einen richtigen Hinweis in den Kommentaren. Ja, ist das nicht ganz im Sinne der Nopisten, wenn man sich gewissermaßen zurücklehnen kann und andere machen lassen kann und sich dann noch mehr aufs Nopisch rauchen und auf ja, das gute Leben und das, die Anbetung von Nopia konzentrieren kann? Gute Frage. Gute Frage, ich weiß es nicht. So, Konstruktionsschiff ist da. Wir wollten hier was bauen. Wenn ich mich recht entsinne, genau. Nochmal eine Wurmlochstation. Das Konstruktionsschiff ist wo? Wo bist du? Ach da, okay. Dann machen wir erstmal weiter mit den Bergbaustationen. Research complete. Investieren wir volle Kanne. So, die Verteidigungsstation können wir jetzt bauen. Complete. Machen wir aber nicht. Wir gucken mal, was als Neues geht. Kirill. So, Bergbaunetzwerk 3 ist natürlich cool. Oder hier eine neue strategische Ressource, wobei Kinetikwaffen wir vielleicht nicht so brauchen. Ingenieur, oder ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir den Raumhafen 5 brauchen. Doch, ich denke ja, das ist ganz gut so. Ja, und ich bin auch, ich denke mal, wir sollten noch vielleicht, ja, vielleicht ein, zwei Zerstörer bauen und dann können wir uns mit den Piraten beschäftigen. Ich denke, dann ist der Punkt auch erreicht, wo wir uns das erlauben können. Okay, die große Koalition der Ikazuri hat den Bewusstsein der Sintomoroi zum Rivalen erklärt. Die hier, ja, das wird über kurz oder lang auch zum Krieg kommen und ich weiß noch gar nicht, wen wir da bevorzugen. So, wo seid ihr? Ach so. Ihr hattet das Projekt gemacht. Na gut, da geht man wieder auf... Oder nee, warte mal, geht man nicht auf automatische Erkundung? Geht mal direkt hier in das System. Dann können wir nämlich hier die, wenn das gebaut ist, die neuen Sachen direkt erforschen. So, Flottenkapazität plus 10%. Sehr schön, es geht weiter mit Ramon Solano. Kernsektorsysteme plus 1. Nochmal Flottenkapazität oder die Flottenakademie. Und ein möglicher Erlass. Das gefällt mir auch ganz gut. Interstellare Flottentradition. Ja. Ich denke, das ist eine gute Sache. Das werden wir machen. Als nächstes. 424 haben wir dann. Aber schleunigst nochmal einen Zerstörer gebaut. So, welches System ist erkundet? Hier. Das ist mir eigentlich gar nicht so recht, dass dort Systeme erkundet werden, wo wir sowieso nicht siedeln können. Wahrscheinlich wäre es fast besser, wenn wir hier auch noch eine Station bauen, um diese restlichen Systeme zu entdecken. Das wäre, glaube ich, deutlich besser. So, wir müssen jetzt aber mal über unsere Planeten hier gucken. Hier ist bestimmt noch einiges drin. Ne, hier wird noch gebaut. Warum kann ich hier nicht... Ah, 140, ne, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Eben ein paar neue Sachen machen können. Wobei, ich glaube, ich tendiere dazu, dass wir dann direkt auch noch eine Korvette hinterher bauen. Und dann sind wir eigentlich fast einsatzfähig. So, jetzt ist gut. Jetzt würde ich gerne... fliegt ihr jetzt hin? Ja, ihr fliegt in die Nähe. Sehr gut, dann macht mal automatisch hier. Mal schauen, ob hier möglicherweise ein erdähnlicher Planet dabei ist. Das wäre wirklich toll. So, dann kann es hier eigentlich weitergehen mit dem Bau von Bergbaustationen. Und wir haben 2200. Ja, ich denke, jetzt ist
Construction complete. Jetzt ist eigentlich der Moment gekommen, wo wir uns um die Piraten da mal kümmern können. Ich denke, das sollten wir machen. So, dann auf nach Selea. Dort waren sie, glaube ich, stationiert. Die Piratenflotte und ich glaube auch eine Station, wenn ich mich recht entsinne. Na, mal schauen. Mal schauen. 2282. So, welches System? Wo? Da oben. Ah, da haben die offenbar jetzt die anderen Piraten besiegt. Das System haben wir nämlich jetzt erkundet. So, dann gehen wir mal zur Schutzflotte, die sich jetzt schon im System selbst befindet. Ah, okay. Gut, dann auf gegen die Piratenflotte. Da war doch keine Station, wie wir gedacht hatten. Dann bleiben wir mal hier so ein bisschen dabei. Ja, wenn die Schlacht anfängt, werden wir das mal langsamer machen. Das sehen wir ja auch nicht so oft. Okay, jetzt geht's los. So, dann wollen wir mal gucken, ob unsere Technologie so überlegen ist, wie wir uns das vorstellen. Sind das Raketen und kinetische Waffen? Die sollten wir aber ganz gut abfangen können. Ja, ich hoffe zumindest. Oh, wir haben aber auch einige Verluste. Schon jetzt. Also der Start war relativ verlustreich. Vermutlich spielen wir dann eher im Nahkampf hier unsere Stärken aus. 1715. Ja, der Gegner hat keinen Anführer. Aber das wird extrem verlustreich, Leute. Wir müssen viel, viel, viel wieder aufbauen. Aber kann er auch ein bisschen regenerieren, wie wir sehen. Oh, was ist das für ein Riesenschiff? Sogar eine bessere Schussklasse noch als wir. Uiuiui. Jetzt wird es ja langsam unangenehm. Was ist hier los? Die uralten Drohnen sind erwacht. Die Drohnen erwachten aus ihrem Schlaf und sanken zur Oberfläche von Kratz Prime herab. Sämtlichen Kommunikationsversuchen wurden mit freundlicher Ablehnung begegnet, als sich die Drohnen zum Terraformen eines kleinen Teils des Planeten aufmachten. Wir wissen zwar nichts über diese uralte Direktive, die sie da ausführen, aber sie scheint der Kolonie nicht zu schaden. Gott, was ist hier los? Die Drohnen entfernen einen zufälligen Feldblocker von der Oberfläche, lassen den Planeten aber ansonsten unberührt. Das macht mir echt große Sorgen. Oder ist das manchmal möglicherweise alles ein Plan von Rupia? Will sie uns auf diese Art und Weise helfen? Auch durch solche Geschöpfe? Sehr, 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 sehr unklar. So, ihr fahrt mal zurück. Das haben wir gewonnen. Wir können hier insofern dann auch Trümmer bergen. Gucken uns nochmal die Kampfstatistiken an. Also 9 Korvetten sind zerstört worden. 1 Zerstörer, 1 Plündererschiff. Ja, ja, ja. 2 große Kreuzer waren dabei. Okay. Ja, 187 Raketen haben wir vernichtet. Aber die hatten ziemlich ausgeglichene Bewaffnung, wie ich sehe. Von allem ein bisschen was dabei. Naja, wir hatten eigentlich auch ein ziemlich ausgeglichenes System. Okay, ich würde mal sagen, das war ganz ausgewogen. So. Gut, was haben wir hier? Handelsangebot. Sternenkarten wollen sie tauschen. Ja, das sind unsere Freunde, aber ich habe das schon mal erklärt, warum ich das jetzt nicht tun werde. Eigentlich aus rollenspielischen Gründen müssten wir es machen, aber ausnahmsweise mache ich das mal nicht. Wir lehnen ab und dann ist, glaube ich, nichts mehr weiter drin. Was war das? Achso, das war das Schlachtende. Noch irgendeine letzte Explosion. Wir werden mal dieses Schiff hier dorthin schicken, um die Spezialprojekte zu untersuchen und dann gleich das System zu erkunden. Jo, prima.
Und dann, glaube ich, sollten wir uns dran machen, unsere Flotte erstmal wieder aufzubauen, ehe wir weitermachen. Außer unsere Konstruktionsschiffe, die sollen schon immer was zu tun haben. Hier ist... wollen wir die auch noch machen? Ja, die machen wir. Oh, wir haben auch sehr, sehr viele Mineralien zur Verfügung. Hervorragend. Dann können wir ja gleich nachrüsten. Wobei wir ja vor allem Korvetten verloren haben. Dann werden wir mal gleich 3 in Auftrag geben. Okay, und wo wir schon gerade mal so lustig beieinander sind, gucken wir uns nochmal die Oberflächen an. Das graden wir ab. Gibt es hier noch ein Upgrade? Wo entsteht der neue? Ach so, ist immer noch da. Gott, das geht so lahmarschig. Python. Hier können wir ein bisschen was machen. Hier müssen wir was bauen. Ich würde ja als nächstes gerne... Wo haben wir hier noch Nahrung? Oh, hier sind jetzt einige, glaube ich, hingekommen, wie mir scheint. Wir werden dann mal hier die Paradieskuppel bauen. Und dann geht es hier weiter. Achso, wir können nicht mehr. Das machen wir dann. Ja, das war es dann schon wieder mit unseren Mineralien. So, Leute. Also, das wäre es erstmal wieder für diese Staffel gewesen. Jetzt hat sich doch extrem viel getan, wie ich finde. In den letzten Folgen hier, in den letzten Jahren. Inzwischen werden wir vermutlich so gut wie alle Fraktionen hier entdeckt haben. Vielleicht sind noch ein, zwei... Ja, es müsste, glaube ich, noch ein gefallenes Reich drin sein. Könnte sein, dass das hier irgendwo noch steckt. Aber so langsam ist klar, worauf das hinauslaufen könnte. Möglicherweise zu einer friedlichen Koalition und den Kriegstreibern. Interessant wird sein, ob die Kriegstreiber sich hier untereinander auch bekriegen oder ob sie sich irgendwie konzentrieren, die Inaris möglicherweise irgendwann gegen uns und die anderen, die versuchen ja hier euch schon, hier gab es ja schon Konflikt, ganz offensichtlich, die Ikazuri und die Tuxkan gegen das Bewusstsein der Sentomoroi, die konnten sich aber ganz gut halten. Wahrscheinlich auch mit Unterstützung hier der Zyganen und so weiter. Also das ist eine ganz interessante Konstellation. Wir müssen vor allem Obacht haben hier vor dieser riesigen Macht. Also das ist wirklich im Moment das größte Problem, wobei wir ja noch von Glück reden können, dass wir dieses Nicht-Angriffsversprechen haben, sie beschützend uns gegenüber eingestellt sind und die Meinung auch erstaunlich gut ist, weil das Vertrauen mit der Zeit wächst. Aber spannend wird auch, was hier in Kratz weiter passiert mit diesen merkwürdigen, erweckten Drohnen. Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Hochinteressant. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Staffel. Ich bin schon sehr gespannt. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.